Ich begrüße euch jetzt zum Rennen hier am Hockenheimring. Die letzten Sekunden, bevor wir mit der Einführungsrunde starten. Ja, zum Qualifying hat sich eine Kleinigkeit getan. Und zwar, eigentlich war auf Startplatz 2 der Herr Yannick Lapstich. Aber der steht da jetzt ganz hinten. Grund, es gab eine... Aha, bei Suche. So, Hermsen. Schon besser. Was war der Grund? Naja, ganz einfach. Es gibt eine neue Regelung, dass man im Shootout nur noch einmal rausfahren darf. Sprich, eine Outlap, eine schnelle Runde, eine Inlap. Das bedeutet, einmal nach der Outlap abbrechen, nochmal reinfahren, ist nicht mehr möglich. Und Yannick Lapstich ist in diese neue Regelung reingetappt. Seine Zeit wurde gestrichen und deswegen startet er von ganz hinten. Das hat für kurzen Gesprächsbedarf gesorgt, aber das hier jetzt so, und deswegen haben wir jetzt eine doppelte Forsch-Führung, angeführt von Henry Hermsen, dem Meisterschaftsführenden, dicht gefolgt von seinem Teamkollegen Dennis Schneider. Wenn wir da kurz gucken, da hinten, da sind sie, die Autos. Hinter dem Forsch fahren sie. Jetzt warten wir eigentlich, legt ein ziemlich hohes Tempo an den Tag. Wir warten darauf, dass Rennleiter Luca Zorn das Rennen freigibt. Das heißt, abwarten. Jetzt vielleicht, dass er das Feld wieder einfängt oder versucht er das Tempo weiterzufahren. Da bin ich jetzt gespannt. Fängt das Feld ein. Ich hoffe, da realisieren es da hinten alle. Das hat in der Vergangenheit schon für Probleme gesorgt. Ja, das schaut soweit gut aus. Gut. Gleich sollten das Rennen auch offiziell losgehen, die... Och nö. Ah, da sind wir wieder. Gut. Und da geht es auch schon los. Und was ist denn da los? Ja, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Jetzt müssen wir erstmal da die Parteien suchen. Schneider und Schneider wandelt. So, das war hier gerade in dem Lag. Okay. Und dann fährt er da, der Schneider ist einfach langsam. Komische Sache. Komische Aktion. Jetzt müssen wir erstmal wieder einen Überblick verschaffen. Dennis Schneider jetzt dadurch ganz hinten. Ja, Lanzer 13. Lapstich 13, so jetzt stimmt's. Pollens 12. 11 von Vollenhoven. Auf der 10 Yannick Schneider. Natürlich auch sehr weit zurückgefallen durch die Aktion. Bin gespannt, ob es da eine Steward-Entscheidung gibt, weil es war direkt nach diesem Lag, also dumm gelaufen für Dennis Schneider, der jetzt von ganz hinten angreifen muss. Und der Server laggt, meine Güte. Ich weiß nicht, ob das Rennen komplett stattfinden wird. Ja, im Warm-up gab es nämlich einen Serverabsturz, einen Totalausfall. Entscheiden wir mal, das müsste Platz 3 sein. Dominik Röken jagt da Yannick Malaika. Es ist Yannick Malaika. 2 Sekunden hinter Henry Hermsen. Bleiben wir mal beim Rossen. Ja, wie gesagt, meine Güte, was ist denn da jetzt los? Im Warm-Up-Server komplett eingestürzt. Jetzt ist er wieder da. Und Yannick Schneider bekommt seine Durchfahrtsstrafe. Das war eigentlich abzusehen, dass wir den Wein nach hinten schmeißen. Jetzt hoffen wir halt einfach, dass der Server dieses Rennen zulässt, sonst müssen wir das Rennen verschieben. Jetzt in den ersten 3 Runden sah es jetzt nicht ganz so gut aus, aber schauen wir mal. Gut, was tut sich weiter hinten? Da sind sie relativ eng beisammen. Das ist der 9-platzierte Yannick Schneider, ja, nicht mehr lange 9-platzierte. Der muss gleich zu einer Strafe antreten. Lapstich jetzt schon auf der 10, von 15 auf 10 vorgekommen. Wird folgedessen gleich 9. sein. Dann haben wir Pascal Polenz, Lanzerath, Köhler, Schneider. Van Vollenhoven, das ist der 15. und letzte. Hermsen, Malaika, Röken, McCain, Dorsch und der ganze Rest. Da fährt jetzt auch direkt an die Box Yannick Schneider. Schauen wir mal, wo er da rauskommt. Wir werden dazu mal kurz den Namen ein... So, die Namen sind an. Gut. Lapstich fährt da vorbei. Polenz fährt vorbei.
das ist jetzt natürlich bitter, aber war, ist dumm gelaufen direkt nach diesem Lag. Da kommt da jetzt Dennis Schneider. Das heißt, nur Köhler und Van Vollenhoven und Lanzerath. Ich habe mal gedacht, der muss sich da doch weggedreht haben. Der war vorhin nicht letzter. Schauen wir mal, was ist da passiert? Verfolgerkamera. Im Motodrom. Jan Lanzerath fährt da langsam zu und dann zu früh beschleunigt und schwupps. Auch der Köhler, der ist so ein bisschen ins Rutschen gekommen dadurch. Das hat auch gleichzeitig ihn den Platz gekostet. Und Van Vollenhoven aggressiv gegen Köhler. Zu aggressiv. Ein Manöver nicht erfolgreich. Dominik Röken, der hat jetzt eine etwas größere Lücke jetzt zu Yannick Malaika. Henry Hermsen 1:14:4. Schnellste Rennrunde. 3,6 Sekunden vor Yannick Malaika, 4,8 vor Dominik Röken. Tobias Dorsch, Jack McCain, Andrew O'Connor. Und dahinter ist ganz alles. Da kommt er gut raus, der Andrew O'Connor. Guckt euch das an. Da ist er schon neben Jack McCain. Bremst ein bisschen spät. Es gibt eine sanfte Berührung, aber das ist Racing. Mein Gott, soll man sich nicht so anstellen? Das passt schon. Nichts passiert. O'Connor hat sich nicht vorbeimogeln können. Hinter ihm fahren González Cativo und Mark de los Santos, sein Teamkollege. Anmerkung, alle diese drei Piloten, O'Connor, Cativo, de los Santos, fahren auf harten Reifen. Und da ist jetzt mit McCain ein Fehler passiert. Zu weit rausgerutscht. Und Jan Lanzer kriegt jetzt auch... da unglücklich, da verliert der McCain jetzt eine Position. Da hat er zu wild angegriffen. In der Zwischenzeit gibt es eine Durchfahrtsstrafe für Jan Lanzerath. Der scheint da jemand abgeschossen zu haben. Schauen wir mal, vielleicht finden wir da die betroffene Szene ganz schnell. Da ist es noch nicht. Wir werden da gleich umschalten, wenn wir es nicht finden. Ich gebe ihm noch bis zum Motodrom Chance. Da ist... Das ist schon ein bisschen länger her offensichtlich, diese Entscheidung. Nee, das war sein Dreher, den wir vorhin schon gesehen haben. Muss schon länger her sein dementsprechend. Röken hat es wieder sanft aufgeholt, würde ich sagen, aber... Gut, González Cativo. Andrew O'Connor. Ja, ja, liebe Freunde. Das Leg-Festival vom Feinsten. Da, Mark de los Santos gegen Jack McCain. Muss sich da doppelt zurückfallen lassen. War das Absicht oder was ist da los gewesen? Das schaue ich mir glatt an. Verfolgerkamera. Da war der Leg. Gut. Okay. Ja, dann lässt er den Lapschi vorbei, um sich da wieder einzusortieren. So sieht es zumindest mal aus. Ja, die Lapschi schon wild vorgekommen. Das ist Platz 8 immerhin. Cativo jagt O'Connor. Malaika Röken, das behalten wir mal im Hinterkopf. Sind nur noch 4 Zehntel. Röken also schneller unterwegs. 4 Zehntel auch zwischen O'Connor und Cativo. Und McCain Lapschi, das ist... da hat es einen zerschellt und ich glaube, das ist Kollege Lanzerath. Wenn ich das richtig im Augenwinkel gesehen habe. Lapstich ist durch. Gut. Da ist er, Jan Lanzerath. Was hat denn der da jetzt aufgeführt? Über den Körb gebrettert oder was ist passiert? Der kommt da aus der Box. Und haut sich an der Boxenausfahrt fest. Vor dem Rennen hat Mark de los Santos noch eine kleine Wette von 10 Euro ausgesprochen, dass sich jemand an dieser Boxenausfahrt zerschellt. Mark, du hast deine Wette gewonnen. Gratuliere dir. Dennis Schneider muss da schon seinen Teamkollegen vorbeilassen, wegen der Überrundung. Das ist bitter. Aber jetzt weiter auf Platz 3. Ja, das Glück wird ein bisschen größer geworden. Auch da nicht wirklich direktes Angriffspotenzial. Lapstich ist schneller als McCain. Mark de los Santos ist langsamer als die beiden Verfolger. Polenz ist zu weit hinten. Sonst tut sich da überholungstechnisch wenig. Schalten wir mal zu Yannick Malaika. Hört schon 1,2 Sekunden. Dann bleiben wir bei O'Connor, der gejagt wird von González Cativo. Ja, González Cativo hat mir vor dem Rennen erzählt, dass das für ihn
So ein halbes Heimrennen ist für den Mexikaner. Warum, das ist ganz einfach erklärt. Er ist ja nicht John Veda. Er ist zwar eigentlich Mexikaner, da hat sich auch nichts geändert, allerdings während der Europasaison ist er in Deutschland zu Hause und zwar nicht weit weg vom Hockenheimring. Und deswegen bezeichnet er das als so ein halbes Heimrennen, kann man sagen. Bisher Platz 6 ist jetzt nicht das, was er sich unbedingt vorgestellt hat, aber machen wir mal einen Blick auf die German Trophy, während er da jetzt Andrew O'Connor jagt, wie auch immer. Ein sechster Platz, da würde er 10 Punkte auf Henry Hermsen verlieren. Ja, und jetzt kommt der Clou an der Nummer. Henry Hermsen ist nur 9 Punkte hinter González Cativo in der German Trophy. Bedeutet, bleibt es so, verliert González Cativo die German Trophy an Henry Hermsen. Malaika Röken, das ist wieder ein bisschen näher beisammen. Da hinten sehen wir den Russia-Piloten und auch da gibt es Gerede. Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, die Gerüchteküche. Die läuft heiß. Und zwar soll Dominik Röken vor einem eventuellen Abgang bei Russia GP stehen. Warum? Das ist ganz einfach erklärt. Er fühlt sich offensichtlich, das sagen, oh Gottes Willen, das sagen zumindest die Gerüchte. Grund soll das sein, dass er sich vom Team nicht gerade unterstützt fühlt. Das kann man jetzt als Außenstehender, kann man so stehen lassen, weil er ist oftmals der einzige Rusher auf dem Kurs. Ich meine, Russia GP ist sowieso ein Team, das, wenn man den Gerüchten glauben darf, wie gesagt, das ist sehr viel Spekulation, immer noch mit großen Finnen. Simon van Vollenhoven muss abstellen, ja, wo steht denn der herum? Was ist da passiert? Wie gesagt, ein Team, wo man auch immer wieder hört, dass es finanziell nicht gut läuft bei Russia GP. So, was ist passiert? So, da kommt er. Und da fährt er schlicht und ergreifend zu weit innen. Zu weit außen in dem Fall. Ja gut, das war ein Dummheitsfehler. Sorry Simon, muss ich leider so sagen. Sowas darf nicht passieren. Dennis Schneider an der Box. Okay, ist das ein geplanter Boxenstopp? Sieht so aus. 10 Sekunden glatt. Okay, 9. Egal. Ja, der schafft die Boxenauswahl. Die ist halt schon ein bisschen tückisch. 12 Köhler, 11 De Los Santos. Der fällt da weit zurück. Wenn man bedenkt, dass der eine Zeit lang auf Platz 7 unterwegs war. Da ist Janik Lapschich im Getriebe von González Cativo. Ja, zu der, und da ist er auch vorbei. Ja, also für den Mexikaner läuft es in Sachen German Trophy Gewinn alles andere als gut. Der muss zumindest Fünfter werden gegen Henry Hermsen. Momentan ist er nur Siebenter. Schlecht für ihn. Vorne, da tut sich wenig. Henry Hermsen fährt da einsam seine Runden. 14.1, schnellste Rennrunde, dann 9,2 Sekunden vor Malaika und 10 Sekunden vor Dominik Röken. Um dieses Gerücht auch noch zu Ende zu erzählen, da heißt es, dass ein Wechsel ins Speedster-Lager stattfinden soll. Warten wir es mal ab. Ich meine, jetzt nach dem Nürburgring haben wir eine kleine Pause. Ich glaube, 3-4 Wochen, bin jetzt mir nicht ganz sicher. Müsste ich im Rennkalender nachgucken. Und da werden wir sehen, ob an dem Gerücht was dran ist, denn ganz ehrlich, ohne Dominik Röken schaut es bei Russia GP ganz traurig aus. Fahrertechnisch und alles, ich meine, dieser dritte Platz am Nürburgring war schon eine Lebensversicherung, kann man sagen, und jetzt ist O'Connor auch schon hinter Lappstich. Das Manöver wollen wir euch natürlich noch nachreichen, da passiert es am Ende der Geraden. Clifford gegen Clifford, Weich gegen Hart, Lappstich gegen O'Connor, Lappstich gewinnt. Dankeschön. Damit ist er jetzt schon auf Platz 5. Der muss allerdings insgesamt 6 Punkte auf González Cativo gut machen. Und das müsste bedeuten, 6 Punkte gut machen. Er ist jetzt 5. Cativo ist 7. Er macht nur 2 Punkte gut. Lappstich, schnellste Rennrunde.
Das bedeutet, wenn Kativo 7 da bleibt, muss Labstich aufs Podium. Da muss er Dritter werden. Da fehlen noch 6 Sekunden. Ja gut, 5 Sekunden. Und dann, jetzt muss ich weiterrechnen, dann holt er 10 Punkte. Hermsen holt 15. Das heißt, Hermsen kommt auf 27 und Labstich kommt auf 25. Das heißt, Stand jetzt muss er sogar Zweiter werden gegen Henry Hermsen. Dann sind sie Punkte gleich. Und hätten beide die German Trophy gewonnen. Da fehlen ihm, ja, auch 5 Sekunden. Schauen wir mal zu Dominik Röken und was er mit seinem Vordermann Yannick Malaika aufführt. Das sehen wir im Heck. Also die German Trophy, dieser kleine Nebenbewerb, ist 23 Runden vor Schluss nur alles andere entschieden. Die drei großen Favoriten sind alle noch dabei. Für González Cativo läuft es am schlechtesten. Platz 7, das ist überhaupt nicht das, was er wollte. Er hat so gesagt, ja, so Platz 5 wäre schon in Ordnung. Da müsste er auch zumindest hin. Denn mit einem fünften Platz holt Henry Hermsen nur 9 Punkte auf. Und dann sind sie Punkte gleich. Röken greift an. Und dahinter sehen wir Tobias Dorsch. Also der Speedster, das habe ich, glaube ich, im Qualifying noch nicht erwähnt. Und falls doch, wiederhole ich es fürs heutige Rennen einfach noch einmal. Speedster bekommt vom, oder hat vom Baldwin neue Medium-Reifen bekommen, die einfach besser sein sollen. Und ich meine, Platz 2, Platz 4, das ist ja alles andere als schlecht. McCain auch immerhin noch 8er und der hängt dem González Cativo ordentlich im Getriebe. Also noch ein Auto, was sich zwischen dem Mexikaner und seiner German Trophy stellen könnte. Jack McCain, der US-Amerikaner. Bleiben wir rein. Der Wagen liegt auch nicht gut. Guckt euch das an. Der fährt da außen vorbei. Und ist durch. González Cativo wird durchgereiht. Ist nur noch 8er. Es sei denn, der fährt eine ganz verwegene Strategie. Was ich jetzt mal Stand jetzt nicht unbedingt glaube, aber ich lasse mich positiv überraschen. Was machen die beiden, Malaika und Röken? Ja, der kommt nicht wirklich näher. Also er kommt schon näher, aber für einen Angriff reicht es nicht. Jetzt vielleicht. Bleiben wir mal dabei im Russen. Aber auf der Graben mochte er keinen Stich. Kann er vergessen. Kann er absolut vergessen. Nicht nur, dass die Technik hier manchmal streikt vom Server. Nein, jetzt ist es auch noch hier die Technik in der Kommentatorenbox. Aber da sind wir wieder. Und Hermsen hat soeben die schnellste Rennrunde hingeliefert. Malaika 14 Sekunden, Röken 14,6. Dorsch gefolgt von Labstich. Also der will es wirklich wissen. Der braucht diesen zweiten Platz unbedingt. Und er hat den zweiten Platz im Sichtfeld. Guckt mal, da ist der Dorsch, da ist der Röken und da hinten fährt der Malaika. Es ist alles andere als unwahrscheinlich. Und dann hätten wir, wenn das eintreten würde, Konjunktiv mal wieder, dann hätten wir 2 German Trophy Sieger, weil sowohl Labstich als auch Hermsen haben ein Rennen gewonnen und wären dann Zweiter geworden jeweils einmal. Und beim dritten Rennen, Hermsen ist nicht mitgefahren und Labstich ist ausgeschieden. Es wird gleich gewertet. Also hätten wir 2 German Trophy Sieger. Das hat sich gerade erledigt. Oder ist das Auto noch fahrbar? Schauen wir mal, das ist mit Tobias Dorsch passiert. Was war das jetzt? Ah, Wheelbang und Schwupps. Ja, das müssen wir uns aus einer anderen Kamera nochmal angucken. Das ist jetzt eine heikle Situation. So, da kommt der Dorsch. Berührung, ja. Dummer Unfall.
Und ein Schneider muss abstellen. Da muss ich jetzt gleich mal gucken. Ich würde mal raten, es ist Dennis Schneider. Yep. Wo steht denn der? Was ist da passiert? Dreirad, 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 Dreirad. Da, so. Kommt da weit raus, kommt ins Drehen und wumms. Raus der Forsch. Damit. Köhler letzter ist 12. Polenz 11. De Los Santos 10. Schneider 9. Was macht González Captivo? Ja. Der kommt nicht näher, kommt in keine Möglichkeit zu überholen. McCain, zwar mit großen Problemen, habe ich den Eindruck. Der rutscht nämlich gern mal weit raus. Aber Captivo kommt da nicht näher ran. So, Lappstich, der ist jetzt da auf die... Hoppala. Ist jetzt zwar 4., aber die magische Frage ist an dem Auto was kaputt gegangen? Zeit an sich hat es nicht so viel gekostet. Wir beobachten es jetzt einfach mal den Abstand von Malaika zu Lappstich. 15-1, 16-0. Lappstich 19-4. Das sind 4,3 Sekunden. Wenn der Abstand kleiner wird, ist das Auto noch einigermaßen in Ordnung. Wird der Abstand größer, ist da was kaputt gegangen. Das ist die einfache Rechnung. Bleiben wir dabei wieder bei Dominik Röken. Ja, so wirkliche Zweikämpfe haben wir nicht. Ich gucke immer so 2 Sekunden, 4 Sekunden, 3 Sekunden, 3 Sekunden. Aber so wirklich Zweikampf haben wir heute keinen. Das ist natürlich schade. Mir fehlt da der Polenz. Stimmt, der... Moment! Der De Los Santos war doch gerade eben noch... 11., 10. Ist da irgendwas passiert? Aber das... Hat er ein paar Schilder mitgenommen, aber sonst... Der war doch gerade eben noch 10. Warum ist jetzt wieder eine 11? Da ist er draußen, aber auch da nicht. Suspekt. Und wir sehen einen Boxenstopp. Wo haben wir einen Dame? Henry Hermsen. Lappstich 4,1. Ich glaube, es waren eben 4,3, haben wir gesagt. Also sanft aufgeholt. Henry Hermsen. Wie lang steht der Forschpilot? 15, 16, 17,5 Sekunden. Damit ist er auf Rang 8. Oder? Ne, 9. Ne, weil McCain ist auch an der Box. Okay, da ist er 8. Dann ist es korrekt. Jack McCain, der steht nur 6 Sekunden. Das ist interessant. Da hinten kommt nichts. Steht nur 6 Sekunden. Na, da schauen wir her. Malaika Röken, das ist nicht in Schlagdistanz. Lappstich. Abwarten. Ich bin mir dann nicht so sicher, ob das Auto nicht doch einen Schaden davon getragen hat. Weniger von der Berührung mit Dorsch als von der Berührung mit der Wand. Fährt da einer an die Box? Nein. 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 Gut. Malaika führt. Eine Sekunde für Dominik Röken und jetzt sind es noch 3,9. Also Lappstich holt sanft auf. O'Connor, Dorsch geht an die Box. Schau mal, was den seine Standzeit sagt. Währenddessen gönne ich mir einen kurzen Schluck. Die Kehle trocknet sonst aus. So. Jack McCain stand 6 Sekunden. Der Teamkollege, oder eher Herstellerkollege, Markenkollege, Tobias Dorsch, der steht lang. 14, 15, 15,5 Sekunden, also das ist schon eher in der Region. Boah, sieht bei der Boxenausfahrt, da ist alles in Ordnung. In der Region Henry Hermsen. Aha, McCain, Dorsch. Captivo, der scheint wohl auch an der Box gewesen. Ja, der war auch an der Box. Also von einer ganz abstrusen... Aha, da sind sie jetzt eng beisammen jetzt wieder. Also von der abstrusen Null-Stop-Strategie sind wir mal weg. Da fahren sie nicht an die Box. Aber jetzt vielleicht. Röken. Ne, der hat auf der Geraden zu wenig Power. Und Lappstich, jetzt ist er dran. 2 Sekunden.
hat jetzt 2 Sekunden aufgeholt in der Runde. Malaika, glaube ich, einen Fehler gemacht. Dein Rücken ist dran. Jetzt gibt es eine sanfte Berührung, aber nicht so wild. Und damit ist Rücken durch. Damit führt der Russe jetzt den... Aber da kommt der Konter von Malaika. Lange hat die Führung nicht gehalten. Ja, auf der Geraden ist der Clifford zu schwachbrünstig. Ganz einfach. Da rutschen sie beide unrücken durch. Wie der Erster. Jetzt muss er sich eigentlich auf dem Stück hier verteidigen. Malaika bleibt hinten. Gut, damit ist Dominik Röken jetzt Erster. Da hinten sehen wir schon den Lappstich. Der profitiert jetzt natürlich durch diesen Zweikampf. Der profitiert davon. Und es gibt ein Safety Car. Und Boxenstopp. 1, 2, 3. Da fahren sie sofort an die Box. Wer ist es? Ich würde mich trauen zu wetten, dass es Marc de los Santos ist. Was ist da? Eieiei, das sieht aus auf den Körb gekommen, zu früh beschleunigt in die Wand. Marc de los Santos. Schauen wir mal. Wie weit bin ich weg von meiner These? Kommt, das ist ja schon weit, weit draußen. Ich weiß es nicht, was da los war. Ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung. Müsst ihr selber fragen, also da bin ich überfragt. Weiß ich nicht. So, damit. Jetzt ist das Rennen jetzt mal wieder auf Null gesetzt. Jetzt mal in aller Ruhe. Henry Hermsen auf der 1. Das ist mal klar. Auf der 2 ist Yannick Malaika. Auf der 3 ist Dominik Röken. Der hat durch den Stopp jetzt seine Führung wieder verloren. Vierter ist Yannick Lappstich. Wird ihm gar nicht mal so unrecht sein, kann ich mir vorstellen. 5 vorbei. Jetzt ist der O'Connor hinter ihm. Aber der ist auf hart. Also da hat er den Vorteil, der Lappstich. 5. also O'Connor. 6. Tobias Dorsch. Auf der 7, das ist González Cativo, das reicht immer noch nicht. 8. ist Jack McCain. 9. ist Yannick Schneider. 10. Pascal Polenz. 11. Köhler. Marc de los Santos, der will da endlich weg von der Startzielgeraden. Tanzt da umher. Da fahren sie links und rechts an ihm vorbei. Wo ist denn der O'Connor? Der ist an die Box gefahren. Da schau her. Der ist durch die Box gefahren. Hä? Hat er eine Durchfahrtsstrafe gehabt? Sieht ganz so aus. War der zu schnell in der Box? Steht da was im Chat? Nein. O'Connor damit auf der 7. González Cativo auf der 6. Was bedeutet das? Das bedeutet im Klartext, Cativo ist momentan 6. Holt 5 Punkte, ist 1 Punkt zu wenig. Mindestens 1 Punkt zu wenig. Sagen wir mal so. Denn dann wären sie Punkte gleich und dann hätte eigentlich Hermsen immer noch gewonnen, weil Hermsen die bessere Platzierung hat neben dem Sieg. Nämlich den 2. Platz gegenüber 2 5. Plätze. Aber gut, das ist sowieso Kupf. Picard schneller stand, jetzt ist er 6. Da hinten. Jetzt bin ich gespannt, wann das Safety Car reingeholt wird. Also das Virtual Safety Car. Es hätte ja heute eigentlich Roland Schnell das Safety Car spielen sollen. Allerdings aufgrund des Serverabsturzes gab es bei ihm dann auch Probleme. Der ist nicht mal draufgekommen, schlicht und ergreifend. Und Hermsen darf das Tempo übernehmen. Da muss er aufpassen, dass es richtig timet. Nein, ausgerechnet jetzt auch noch ein Leck. Das war natürlich ungut. Ich hoffe, es ist bei den Fahrern nicht ganz so wild, wie hier es aussieht. Schaut soweit gut aus.
Man steigt. Jetzt hat das Gas eingenommen. Jetzt geht's wieder Vollgas, Burschen. 12 Runden sind es noch. Und da kommt sofort ein Angriff von Röken. Der Clifford, der ist zu schwach. Guckt's euch an. Der kommt super aus der Kurve. Windschatten, tralala. Und sobald er aus dem Windschatten raus muss. Oh, spätes Bremsen. Ist er da durch? Wo ist er? Da hinten ist er. Und da kommt jetzt der Abstich. Na, Clifford, Clifford, das sollte möglich sein im Windschatten. Also sobald der Schatz, sobald er eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht, der Röken, verliert er gegen den Malaika. Labstich, innen durch. Damit ist er auf 3. Fehlt nur noch einer. So. Noch ist er nicht Sieger der German Trophy. Da fehlt ihm noch mindestens ein Platz. Wird er Zweiter und Hermsen gewinnt, sind sie Punkte gleich. Beide haben die German Trophy gewonnen. Das ist die einfache Rechnung. Wenn González Cativo nicht Vierter wird. Das wäre natürlich lustig, wenn González Cativo Fünfter wird, haben wir 3 Punkte gleiche Fahrer. Wenn ich das jetzt... Ja! Aber witzig. Das wäre natürlich der Oberhammer. Aber davon ist er momentan noch entfernt, weil Fünfter ist er nicht. Sogar nur Siebter. Und der O'Connor dahinter ihm, der will vorbei. Er ist der Schnellere auf jeden Fall. González Cativo kommt nicht wirklich ins Fahren. Was tut sich da vorne? Labstich, Malaika, Röken. Dreikampf. Ja, aber guckt. Das sieht man mit freiem Auge, wie der dem davon fährt. Keine Chance für den Clifford-Piloten. Keine Chance. Da hinten. Ja, das sieht schon besser aus. Das ist ausgerechnet, da immer lenken muss. Server nicht im Idealzustand. Heute. Aber das ist das Problem mit der... Hoppa, wer ist denn da so weit draußen? Das ist ein Speedster, das muss doch eigentlich Tobias Dorsch sein. Ja, das ist auch Tobias Dorsch. Hat er sich einen Platz an Yannick Schneider verloren. Wir schalten mal wieder ganz flott zu Platz 3. Weil da braut es sich zusammen. Da sind wir wieder. Ich glaube mir, das macht als Kommentator nicht unbedingt so viel Spaß, wenn man jedes Mal glaubt, jetzt ist es vorbei. Malaika, ui, da kommt er nicht gut weg. Trifft er den Körb sehr stark. Ja, gut, V8 gegen V4, Power. Labstich bremst spät. Bremst spät. Aber auf der Ui, Berührung. Berührung, halt den Wagen am Kurs. Rücken wieder durch. Labstich auf der 4. Ja, der muss an dem Malaika vorbei und es wird noch ein Drama. Das kann echt noch ein Drama werden, denn der muss Zweiter werden. Ui, 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 ui. Malaika, jetzt ist er auf der 3. Röken auf der 2. Jetzt der Labstich außen. Malaika innen, Berührung, Labstich wird außen an beiden. Nicht ganz vorbei. Na, das wäre es jetzt gewesen, wenn der außen an beiden vorbeifährt. Jetzt kommt da wieder der Malaika. Vorsicht, es gibt die Berührung. Ja, gab sie wirklich, war nicht nur ein Lag und da kommt jetzt der O'Connor. Wo ist er? Da ist er. Eieieiei. Schneider? Rücken? Labstich, so. Das schauen wir uns jetzt natürlich im Replay an. Da kommt es fast schon zu spät. Schauen wir uns das mal von außen an. Also das Labstich sich. Da sollte es gleich irgendwo das gelb-schwarze Auto kommen. Ja. Der Labstich lenkt normal für seine Kurve ein. Aus der Sicht von Yannick Malaika. Okay, zieht da. Zack. Ich tue mir bei solchen Aktionen halt immer schwer, Partei zu ergreifen, aber ich würde sagen, die Kurve gehört nichtsdestotrotz Yannick Labstich. Ich meine, klar, er ist auf der Innenspur und alles, allerdings die Ideallinie verläuft halt außen. Also, Racing Incident at Max. Strafe Labstich würde ich da nicht geben, im Gegenteil. Aber wie gesagt...
Das müssen unsere Stewards entscheiden. Ich bin so froh, dass ich diesen Job nicht machen muss. Ich bin so gottverdammt froh. Weil es ist wirklich eine ganz haarige Sache. Für mich Racing Incident. Lapschti ist eigentlich immer noch samt vorne. Ihm gehört die Kurve. Er ist auf die A-Linie. Er lenkt normal ein und der Dorsch versucht reinzustechen. Beide berühren sich und so ein blöden, so ein dummer Unfall passiert. Bitter. Vor allem bitter für die beiden Rockstar-Team Peters. Die waren mal auf 2 und 4. Jetzt sind sie auf 7 und 8 zurückgefallen. Große Leute in Polen sind Schwierigkeiten. Und der Köhler, der fährt auch noch. Der fährt auch noch. Zwar jenseits der Konkurrenz, aber sobald einer ausschaltet, ist der schon wieder in den Punkten. Oi. Stefan, ganz ruhig. Ruhig. So. Jetzt fassen wir es wieder. Schneider ist an Röken vorbei, weil der gerade vorbei. Vielleicht denkt man schon, was macht Schneider auf der 2? Jetzt wissen wir es. Dominik Röken hat einfach einen... Oi! War das jetzt ein Leck oder ist er wirklich in die Wand gefahren? Moment. So. Der ist wirklich in die Wand gefahren. Es sah zumindest aus. Da kommt schon wieder der Lappstich. Da kommt er, der Yannick. Röken steckt zurück. Lappstich da weit raus. Ob die Stewards das so ein Manöver gerne sehen, weiß ich nicht. Drei Cliffords auf den Plätzen 3, 4, 5. Aber... Das reicht nicht. Das reicht nicht. Er braucht noch 2 Punkte. Und diese 2 Punkte liegen bei einem Speedster. Und wir haben ja schon das ganze Rennen gesehen, wie leicht sich die Cliffords auf den Geraden gegen die Speedster tun. Richtig, gar nicht. Cattivo hat die Kurve nicht gut genommen. Und es gibt tatsächlich eine Durchfahrtsstrafe für Yannick Lappstich. Ich meine, das entscheiden unsere Stewards, aber ja, ich hätte sie nicht gegeben. Aber vielleicht will ich auch unbedingt sehen, dass unsere beiden Gladiatoren Herms und Lappstich einfach Punkte gleich die German Trophy gewinnen. Ich weiß es nicht. Und da gibt es noch eine Ermahnung wegen des Chatverbotes. Kann mir denken, was da drin steht. O'Connor. Tut mir echt leid für den Lappstich, bin ich ehrlich. Mit allem Neutralitätsdenken durch und durch, aber sowas finde ich, ist einfach bitter. Da fährst du auf Startplatz 2, darfst allerdings von 15 starten, weil du die neue Regel vergisst. Gut, selber schuld, kann man da sagen. Dann bügelt der sich durchs Feld, überlebt schon eine Kollision mit einem Speedster, fährt ein Wahnsinnsrennen und dann so eine harte Entscheidung, aber man kann es so auslegen. Nichtsdestotrotz kann man es so auslegen. Dann wird Jack McCain hinter Tobias Dorsch, Yannick Malaika auf der 7, 8, 9. Ich Lappstich versuche jetzt so lange wie möglich draußen zu bleiben, um dann nicht ganz nach hinten zu fallen. Aber es ist ein Drama für ihn. Es ist ein Drama. Genauso wie die Serverqualität. Ein Drama. Oi, was ist denn da passiert, Röken? Also, guck mal. Also, läuft das vielleicht jetzt doch vielleicht für González Cativo? Also, jetzt wird es wirklich dramatisch. So, da war jetzt der Lag, okay, und dann dreht er sich beim Beschleunigen weg. Jetzt verliert er auch noch einen Platz an Malaika. Und jetzt, meine Damen und Herren, weil Lappstich an die Box gefahren ist, ist González Cativo Vierter. Damit holt er 8 Punkte. Allerdings, das reicht. Er hat 9 Punkte Vorsprung auf Henry Hermsi. Und er hat einen gewissen Vorsprung auf Yannick Malaika, der auch noch im Zweikampf mit Dominik Röken ist. Also ist González Cativo, der das ganze Rennen nicht auf einer Position fährt, um die German Trophy zu gewinnen, am Ende der große Sieger.
McCain gegen Dorsch. Da hinten ist der Lappstich auf der 9. Henry Hermsen, der fährt da sein Rennen. Der fährt da sein Rennen. Und jetzt haben wir auch noch ordentliche Frame-Einbrüche. 4 Runden noch. Ach komm, das überleben wir jetzt auch noch. Überleben wir das wieder? Kommen wir heute nochmal zu Live-Bild, zu guten. Ah, nein! Ich starte ja auch nochmal ganz schnell neu. So, ich hoffe, das bringt was. Nein. Das ist natürlich bitter. Das ist nicht lustig. Ah, jetzt. Gut. Nein. Also die letzten 4 Runden werden, so wie es aussieht, Legmania mehr oder weniger. Gut, fassen wir mal zusammen. González Cativo. Auf Platz 4 gewinnt er die German Trophy. Auf Platz 5 gewinnt sie Henry Hermsen. Lappstich ist draußen aus diesem Duell. Wie weit ist er vor Yannick Malaika? Da hinten taucht der Speedster auf. Es sind noch 3 Runden gleich. Hermsen fährt eine schnellste Runde nach der anderen. Das ist schön. Er fährt ein dominantes Rennen, aber er hat keinen Einfluss drauf. Ob er die German Trophy gewinnt, entscheiden González Cativo, Yannick Malaika und eventuell noch Dominik Röken. Dorsch und Kane glaube ich nicht mehr. McCain, Entschuldigung. Was sagt der Abstand? 22,2 zu 25,0. 2,8 Sekunden. Das da vorne, da ist eigentlich alles belegt. Hermsen 1, 13 Sekunden vor ihm hier. Yannick Schneider, dritter Andrew O'Connor mit harten Reifen. Eigentlich müssen wir jetzt nur noch auf diesen Mann achten. Yannick Malaika. A, holt er auf. B, holt er schnell genug auf. C, kommt er vorbei. Und ich meine, ich hab 3 Dioptrien, ich sehe nicht gut, aber das sind keine 3 Sekunden Abstand zwischen den beiden. Oder 2,8 oder wie viel es gerade auch immer waren. Es sind dann noch 2 Runden. Der kommt deutlich näher. Der kommt deutlich näher. Wie gesagt, da vorne ist uninteressant. Ist belegt. Hermsen, Schneider, O'Connor. Ich freue mich schon auf die PK mit den 3. Wir haben jetzt wieder einigermaßen flüssige Bilder. Es sind 2,1 Sekunden. Das heißt, er hat 7 Zehntel ungefähr aufgeholt. Wenn wir jetzt einmal hernehmen, dass das in den letzten 2 Runden genauso sein wird, reicht es für González Cativo. Der darf sich aber jetzt unter gar keinen Umständen auch nur den kleinsten Fehler erlauben. Dann verliert er die German Trophy. Also alles entscheidet Yannick Malaika. Dankeschön. Und dieser Mann hier, González Cativo. Es wird spannend. Beim Röken wird er sich da nicht mehr einmischen können. Der ist zu weit weg. Der ist da zu weit weg. Alles entscheidet sich zwischen dem Viertplatzierten González Cativo und Yannick Malaika. Mit Platz 4 holt er 8 Punkte. 7 Punkte würde er verlieren, dann würde er 2 Punkte vor Henry Hermsen bleiben. Wird er Fünfter, sind sie punktegleich und Hermsen gewinnt. Weil Hermsen hat einen Sieg und einen zweiten Platz und Cativo hätte einen Sieg und 2 fünfte Plätze. Also was auch immer passiert, er muss vor Yannick Malaika bleiben. Und das schaut nicht schlecht aus. 1,4 Sekunden, er verliert nochmal 7 Zehntel. Das ist um eine Runde zu wenig. Mindestens aus Sicht von Henry Hermsen. Er muss eigentlich jetzt nur noch die langen Geraden überleben. Wir schalten jetzt aber auch zum... Wobei, nach der Geraden schalten wir dahin. Das aber, der ist viel zu weit weg. Jetzt darf er sich einfach hier nur keinen Fehler mehr erlauben. Da kommt er um die Kurve und da kommt der Malaika. Eine Sekunde, das ist zu wenig. Oder zu viel, je nachdem für wen man ist. Für Hermsen oder für Cativo. Was auch sicher ist, Henry Hermsen gewinnt und German Trophy hin oder her.
seine Meisterschaftsführung baut aus. Ich meine, in der letzten Runde holt er noch die schnellste Runde. Also Spielsatz, Sieg, Pole, schnellste Runde, Sieg. Gratulation, besser geht es nicht. Jannik Schneider, zweiter Renneinsatz, zweites Podium. In Bathurst war er Dritter, heute wieder Zweiter. Dritter, Andrew O'Connor und jetzt González Cativo bleibt Vierter und gewinnt die German Trophy. Fünfter, Jannik Malaika. Sechster, Dominik Röcken. Siebter, Jack McKay. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Das schauen wir uns nochmal an. Also ich weiß nicht, von wo du kommst, aber das hat wehgetan. Heiliger Bimbam. Siebter McCain. Achter Dorsch. Neunter Lapstich. Zehnter Pascal Polenz. Und elfter wird Stefan Köhler. Ich gratuliere González Cativo zum Sieg der German Trophy. Und ich gratuliere Henry Hermsen zu einem weiteren wichtigen Schritt in Sachen also internationale Meisterschaft in der Summer Season. Das war's von mir. Wir gehen jetzt in eine kleine IGP-Pause, ein paar Wochen. Wir sehen uns wieder. Freut euch in der Zwischenzeit auf das CSGO-Turnier. Das könnte spannend werden. Danke fürs Zusehen und bis bald. Tschüss. Und da sitzen wir jetzt auch in der Pressekonferenz nach diesem Leckfest, nennen wir es jetzt mal. Die ersten drei, Henry Hermsen, Jannik Schneider und Andrew O'Connor. Mit dem fange ich gleich an. Andrew O'Connor für Graves auf harten Reifen Dritter geworden. Wie lief's für dich so das Rennen? Harte Reifen sind normalerweise nicht unbedingt die beste Ausgangslage. Ja, also ich denke mal, in Anbetracht der Umstände war der dritte Platz wie ein Sieg. Das Auto war weitaus unterlegen auf dieser Strecke. Stop and Go ist tödlich für den Clifford, weil er einfach am unruhigsten ist beim Beschleunigen. Und auf der Geraden war ich einfach total chancenlos. Selbst mit Windschatten sind mir die Speedster weggezogen. Beim Saldo, sobald ich aus dem Windschatten rausgezogen bin, bin ich sofort wieder zurückgefallen. Also ging nur darum, keinen Schaden zu erleiden und irgendwie ins Ziel zu kommen. Ja, und dann gab es ja auch noch eine Drive-Thru, weil ich zu schnell in der Boxengasse war, was ich zwar nicht verstanden habe, aber so war es dann nun mal. Und ja, deswegen ist der dritte Platz dann schon wie ein Sieg. Ja, man hat es im Video gesehen, also ihr Cliffords, ihr Vater dem Speedster hinterher und so ab, sagen wir mal 250, ist euch davon gefahren. Also das war, glaube ich, nicht unbedingt lustig. Deinem Teamkollegen ging es ja weniger gut, der ist ja ausgeschieden, hat die Safety-Car-Phase auch verursacht, die du angesprochen hast. Weißt du, was da genau passiert ist, oder? Ja, der Marc hat schon während des Rennens soweit unruhiges Auto geklagt, wie fast alle bei uns. Und dann ist ihm, so wie ich das jetzt verstanden hatte, einfach das Auto weggerutscht und dann war er in der Wand, weil auch das Getriebe nicht so mitgespielt hat, weil, wie ich gerade angesprochen habe, unruhiges Auto. Und ja, schade für ihn, schade auch für meine anderen Markenkollegen, Yannick und Klubi. Ja, was will man machen? Solche Rennen passieren nun mal, aber immerhin einer auf dem Podium, ich gratuliere dir. Kommen wir zu Jannik Schneider und da müssen wir natürlich ansprechen, was da beim Start des Rennens passiert ist. Du bist zu dem Dennis Schneider hinten ins Auto gefahren. Grund war das, lag es am Leck oder was war da genau das Problem? Ja, natürlich, es war der Leck. Ich hatte nicht viele Möglichkeiten, das tut mir auch sehr leid, bei Dennis, ich habe mich auch schon persönlich entschuldigt. Immerhin, wir teilen den gleichen Nachnamen, also sind wir auch in der Sache vereint. Und ja, das war einfach unglücklich, es hat mir sehr leid getan, hat mein Rennen selbst kaputt gemacht, weil ich dadurch eine Strafe bekommen habe. Also die Strafe natürlich gerechtfertigt, aber ich konnte halt trotzdem leider nichts machen. Und ja, passiert. Doch, es ist dein zweiter Antritt in der IGP und zum zweiten Mal auf dem Podium, also eigentlich müsstest du häufiger mitfahren, so, es läuft ja super. Ja, genau. Also ihr habt ja auch von Baldwin bessere Medium-Reifen bekommen, hat man das auch gemerkt, weil vom Speed her lief es eigentlich für Speedster wirklich gut, ich meine, die beiden Rockstars sind eine Zeit lang auf 2 und 4, du bist Zweiter geworden. Haben die Reifen bei euch, war es ein großes Update oder habt ihr gesagt, der Kurs lag uns einfach im Allgemeinen? Also ich glaube, der Kurs lag erstmal im Allgemeinen sehr, sehr gut. Ob die Reifen was gebracht haben, sie sind ein bisschen schneller geworden, so 2-3 Zehntel. Also es war schon nicht schlecht, aber die Haltbarkeit hat eigentlich nicht so viel geholfen. Mein Teamkollege McCain und ich sind zur Box gefahren und mussten trotzdem die Reifen wechseln. Weshalb dann eigentlich das Längerhalten nicht viel ausgemacht hat, weil gegen Ende des Stints war man eh am schnellsten jeweils, weil man so wenig Sprit noch hatte.
Ich würde sagen, es hat schon ein bisschen was geholfen, aber es hat auf jeden Fall nicht die Position, die wir heute eingefahren sind. Die haben damit nichts zu tun. Okay, aber dann sage ich einfach Gratulation zu diesem zweiten Platz und ich komme zu, ja, zu dem Dauergast Henry Hermsen. Der ist immer da. Wir werden dich nicht los. Gratulation auch zu dem heutigen Sieg. Paul, schnellste Runde, Sieg, besser kann man es nicht machen, oder? Ja, waren natürlich auch glückliche Umstände mit dem mit Disqualifikation von Yannick im Qualifying und halt, dass Dennis am Anfang aus halt so einen großen Unfall hatte, war dann im Endeffekt gut für mich, aber sehr, sehr schlecht fürs Team. Ja, das hat das natürlich alles vereinfacht, aber ich bin ja auf jeden Fall zufrieden mit dem Rennen. Das kann man schon verstehen. Ich meine, für den Sieg der German Trophy hat es jetzt knapp nicht gereicht, wegen 2 Punkten nicht. Allerdings in Sachen internationale Meisterschaft schaut es ja jetzt super aus. Also Punktevorsprung ist Stand jetzt sehr groß. Und ich weiß, ich habe die Frage schon ein paar Mal gestellt. Jetzt, wo wir die zweite Hälfte auch offiziell begonnen haben, beginnst du jetzt schon langsam an die Meisterschaft zu denken oder sagst du immer noch wie die letzten Rennen? Nö, nö, schauen wir erst noch weiter. Ja, also ich werde mir jetzt auf jeden Fall erstmal noch weiter anschauen, weil wir haben jetzt zum Beispiel auch zu Cativo hingegen einen weichen Reifen mehr verwendet, was auf jeden Fall noch ein Vorteil für sie sein wird. Und es gibt natürlich noch die Streichergebnisse, wodurch ich dann auch noch einen Punktevorsprung verlieren werde. Deswegen, ich denke mal so ab dem achten Rennen kann man anfangen, über die Meisterschaft zu reden, aber vorher sollte man noch nicht darüber anfangen. Ja, weil du gesagt hast, da fallen Punkte raus. Stand jetzt würde bei dir ein dritter Platz und doch immerhin 10 Punkte rausfallen. Also es wird echt noch spannend, aber jetzt gehen wir mal in die IGP-Pause. Dann sehen wir uns in Österreich wieder. Vielleicht seid ihr drei wieder meine Gäste. Schauen wir mal. Ich sage Gratulation an euch drei und danke fürs Zusehen. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss.